Hallo zusammen. Wir setzen unsere Arbeit am Thema Unsere Natur und wir fort. Schaut euch das Bild an. Überlegt euch und antwortet. Was besprechen wir heute in der Stunde? Ja, richtig. Wir werden den Wald besprechen. Schaut euch folgende Bilder an. Das alles können wir in einem Wald finden. Was ist das? Merkt euch neue Wörter. Blaubeeren, Tschernika, Moos, Moch, Pilze, Grибы, Igel, Ежи, Ameisen, Муравьи. Lies die Regeln des guten Benehmens im Wald. Tiere nicht stören, keinen Lärm machen. Man darf keinen Abfall in den Wald werfen. Im Wald kann Feuer machen. Die Hunde müssen an der Leine sein. Die Bäume nicht kaputt machen. Die Teiche und Seen nicht schmutzig machen. Welche Regel ist die wichtigste? Meiner Meinung nach ist die wichtigste Regel, im Wald kein Feuer machen. Was meint ihr dazu? Super! Wart ihr in einem Wald? Was und wen habt ihr da gesehen? Antwortet bitte auf die Fragen. Habt ihr da Pilze gesehen? Habt ihr da Ameisen gesehen? Habt ihr da Blaubeeren gesehen? Habt ihr da Igel gesehen? Habt ihr da Hasen gesehen? Habt ihr da Wölfe gesehen? Habt ihr da Moos gesehen? Prima, wo sind die Kinder? Lest und hört den Dialog. Was kann man in einem Wald sehen? Siehst du die Ameisen? Wo sind sie? Sind sie hinter der Birke? Nein, sie sind unter der Eiche. Ach, ja, da, unter dem Baum. Spielt weiter mit. Haltet das Video an. Ihr habt es super gemacht.
hört und lest die Namen. Früher in Deutschland viel Wald. Viele Dörfer lagen im Wald. Der Wald schützte die Menschen. Es gibt heute viele Orte mit Wald im Namen. Waldberg, Waldburg, Walddorf, Waldfenster, Waldfischbach, Waldhof, Waldkatzenbach, Waldkirchen, Waldkönigin. Aus welchen Wörtern bestehen die Namen der Dörfer? Mach die Aufgabe nach dem Muster. Waldberg, Wald plus Berg. Halte das Video an. Und wie ist es in Belarus? Gibt es in Belarus viele Wälder? Lest diese Information. Vergleicht sie mit eurer Antwort. Haltet das Video an. Und jetzt antwortet bitte auf die Fragen. Welche Bäume wachsen in den Laubwäldern? Welche Bäume wachsen in den Nadelwäldern? Welche Bäume wachsen in den Mischwäldern? Beginnt eure Antwort so. In den Laubwäldern wachsen? Haltet das Video an. Ihr habt es prima gemacht. Das reicht für heute. Wir setzen unsere Arbeit an diesem Thema in der nächsten Stunde fort. Auf Wiedersehen.